Heute beim Deutsch der 1 Audioerlebnis. Wow, spannend und es macht Sinn, weil das Hallo, die Stimme geht runter, das O ist geschlossen und bei Hi geht das, also öffnet sich einfach alles. Ich habe noch einen Test für dich. Oh mein Gott. Bist du bereit? Wir machen einen Test. Ich hab Wörter für dich und du sagst mir, was du fühlst, okay? Okay. Die Sprache sage ich danach, okay? Mhm. Okay, und fangen wir an mit dem ersten Wort. Herzlich willkommen zum Deutsch der 1 Audioerlebnis. Denise, ich freue mich so, dass du so hier Dauer am Start bist. Ich werde ja auch andauernd eingeladen und ich kann ja nicht Nein sagen. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Denise, wie geht es dir? Gut. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie geht's dir? Ich würde sagen 9. Ja, das Einzige, was ich für 10 noch bräuchte, ist richtig gutes Wetter. Und das Meer, ich liebe das Meer. Aber ansonsten 9. 9, okay. Wie geht's dir? Ich würde sagen, von 0 bis 10, vielleicht auch 8, 9, sowas in der Richtung, also sehr, sehr weit oben. Mir ist aufgefallen, als ich in Kolumbien war, da haben sie sehr viele 10 gesagt. Ja, so einfach im Alltag immer 10 oder 11. Ja, die stellen die Frage öfter und das ist beeindruckend. Kaum einer fällt sehr tief, stimmungsmäßig, und man merkt es auch. Also es wirkt sehr authentisch. Die Sonne, ich sag es dir, dann würde ich nämlich auch 10 sagen. Ja. Bestimmt. Also dieses Grau in Grau hier in Deutschland seit Monaten und dieser Vitamin-D-Mangel, den wir hier alle erleiden, ich glaube, der macht sich schon bemerkbar. Es gibt auch schon Begrüßungen, die, finde ich, die Stimmung heben. Mich hat mal jemand so ein, wie soll ich es, ist schwer zu erklären, was für eine Art Lehrer oder Coach das war. Auf jeden Fall, sagen wir, ungefähr so in Richtung Tonalität ging das. Und er meinte, er hat davon abgeraten, mit dem Wort Hallo zu grüßen, weil am Ende so ein O ist und das nicht das O ein böser oder negativer Buchstabe ist, aber in dieser Gesamtkonstellation als Begrüßung fand er es abtörnend. Und mir ist aufgefallen sehr oft, wenn Leute mit Hallo begrüßen, das heißt nicht, dass das Gespräch schlecht wird, aber das ist schon mal so ein kleiner Knick. Und der Gegenvorschlag ist, mit Hi, weil der Mund dann geöffnet ist, so ein I damit zu begrüßen. Was hältst du von sowas? Wow. Spannend und es macht Sinn, weil das Hallo, die Stimme geht runter, das O ist geschlossen und bei Hi geht das, also öffnet sich einfach alles. Ich habe das sehr oft beobachtet. Ja, ich habe dann auch direkt ein Bild vor Augen. Der Himmel ist bewölkt bei Hallo und bei Hi geht die Sonne auf und der Himmel ist blau. Ich habe das auch bei... Schön. Man merkt auch, ob ein Mensch interessiert ist. Ja. Nicht nur daran, aber es ist ein Faktor, wenn hi, ja, oder hallo, hallo. Es ist nicht schlecht, aber irgendeine kleine Distanz ist durch dieses Lo am Ende gekommen. Auf Hebräisch heißt, glaube ich, Lo nein. Mhm. Interessanterweise. Ja, ne? Und das gibt es ja in mehreren Sprachen. Ne? Wir haben auf Deutsch Hallo versus Hi. Dann auf Spanisch haben wir ja es umgekehrt. Wir sagen nicht Hallo, sondern Hola. Mhm. Da endet es mit dem offenen A. Ja. Was hältst du davon? Ich überlege gerade, wie das im Italienischen ist. Im Italienischen sagt man Ciao. Da geht es wieder auf das O runter. Und im Spanischen das Hola ist Hola. Direkt viel schöner, viel melodiöser. Gefällt mir sehr. Ich habe mal so zwei junge Frauen gesehen hier in Köln, die haben levantinisches Arabisch gesprochen. Also so Syrien, die Levante halt. Und sie haben sich begrüßt mit Sabahu. Also normalerweise, Sabah ist der Morgen. Mhm. Und normalerweise sagt man, der Morgen des Guten, Sabahul Khair. Aber sie haben das so abgehört, Sabahu. So ganz, Sabahu. Das war irgendwie süß, obwohl es mit einem U geendet hat. Aber U ist ja nicht O. Und irgendwie war das sehr süß. Ja, und die Melodie ist einfach anders. Ja. Ja, so wie so ein süßer richtig. Morgen. Ja? Ja, und bei dem Hi frage ich mich, ist das dann nicht mehr aus dem Englischen, das Hi? Hi. Oder? Und die Frage ist, woher es da kommt. Ist es von, früher sagte man ja, hier, du kannst ja Italienisch, Latein ist ja Salve. Ne? Ja, also auf Latein sagt man Salve, also dass es dir gut geht, irgendwie Gesundheit oder so. Auf Deutsch, ich glaube noch in Österreich, gibt es Regionen, wo man Heil sagt. Man begrüßt ja mit Heil, das ist natürlich heute jetzt nicht mehr politisch korrekt, Heil zu sagen oder jemandem Heil zu wünschen. Aber man sagt, der Wagen ist noch heil, er ist heil geblieben. Also man benutzt dieses Wort Heil schon noch irgendwo. Und ich weiß nicht, das wäre mal interessant zu wissen, ob das Hi, was wir noch auf Englisch haben,
denselben Ursprung hat, nur das L ist weggegangen. Aber es klingt nach etwas, dieses I klingt offen und empfänglich im Gegensatz zu Hallo. Ich weiß auch nicht, woher Hallo kommt, habe ich auch keine Ahnung. Vielleicht ist das auch von Heil, Lo, irgendwas. Ja, ich bin bei dir mit dem irgendwas. Ich weiß auch nicht genau, woher es kommt. Ja, aber es ist sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was das psychologisch ausmacht und wie das bei dem anderen wirkt. Ja, und nur das Bewusstsein, hier die Zuhörer, hört mal genau zu, geht mal zur Kassiererin, hi, und dann nächster Moment, hallo. Schaut mal, was mit euch passiert, schaut, was mit den anderen passiert. Vielleicht täusche ich mich ja, aber meine Beobachtung ist, hallo bringt eher einen Knick, wenn man es ausspricht. Geschrieben in einer E-Mail macht es keinen Unterschied. Ich schreibe aber meistens das englische hi inzwischen. Aus diesem Grund. Wie schätzt du dann das Guten Tag ein? Was ich sehr schlimm finde, ist, wenn ein Freund, also informelles Gespräch, Guten Tag zu mir sagt. Das ist zum Glück sehr selten in meinem Leben vorgekommen, aber das sind dann auch Momente, wo ich darüber nachdenke, die Freundschaft zu beenden. Das ist so formell, ja. Dass vielleicht erinnert es mich auch an diese Mailbox-Ansagen am Telefon. Guten Tag. Dies ist die Nummer von, ne, das ist so abturnend, ich will das nicht hören, ja, ich mag es nicht, vielleicht in einer E-Mail, da kann es passen, aber es ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie Hallo. In Kolumbien, es gibt ja nicht nur Hola auf Spanisch, es gibt ja noch viele andere auf Spanisch, nämlich in der Provinz Antioquien in Kolumbien, vielleicht ist es ganz Kolumbien, ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht, es ist so sehr lokal, da gibt es noch... Sag du mir, was du davon hältst, okay? Ich versuche es so zu sagen, wie jemand aus dieser Region sagen würde. Also ich würde dich sehen und ich würde sagen, ich würde dir die Hand schütteln und würde sagen, bien o no. Bien o no? Bien o no. Okay, bei no würde ich mich komisch fühlen. Eher so, als ob ich eine Ablehnung erfahre. Verstehst du das erste Wort, bien? Bien heißt gut. Gut? Genau, gut, nein. Gut oder nein? Gut oder nicht? Nein. Bien gut oder nicht heißt das dann. Bien oder okay. Geht es dir gut oder nicht? Und ich habe es versucht, genauso in diesem Tonfall zu sagen, wie die Leute es mir gesagt haben. So Taxifahrer, ich komme da rein und ich habe vielleicht hola gesagt. Ich so, bien oder ja, gucken die mich so an. Oder, zweite Variante, aber das ist alles Umgangssprache. Das ist nicht normales Spanisch. Ich muss das nur mal sagen. Wenn jemand sagt, ich kann super Spanisch, ich habe das nie gehört, das lernt man nicht in einem Lehrbuch, denke ich. Dafür musst du da leben. Entweder bien o no oder bien okay. Ja. Bien okay finde ich aber schöner als das no. Echt? Ja. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Ja, geht's dir gut oder geht's dir okay? Es ist nicht okay. Bien heißt gut. O heißt oder. Mhm. Que heißt was? Gut oder was? Ah, gut oder bien was? Bien okay. Ja. Geht's dir gut oder okay. Was? Ah, okay. Bien o no. Bien okay. Aber ich finde das schön mit dem okay. Ich mag das lieber so als Como es das. Como es ist so Standard, ich habe das so oft gehört. Ja, das ist Lehrbuch, ne? Genau. Hm, das richtig. Das ist so wie, das ich sage, sagst du oft, wie geht's? Doch, ich sag schon oft, wie geht's. Ich sage aber auch oft, alles klar bei dir. Also jetzt nicht formell bei Telefonaten, aber wenn ich mit Freunden spreche, aber auch wenn ich mit meinen Schülern spreche, die ich schon länger kenne, dann sage ich, alles klar bei dir, geht's dir gut? So frage ich. Was benutzt du? Ich sage oft, wie läuft's? Wie läuft es? Wie läuft's? Und wie läuft's? Ist mir aufgefallen, dass ich lange weg bin vom wie geht's, obwohl das natürlich theoretisch das Richtige ist, aber ich variiere auch sehr viel. Ich finde, wie läuft's? Es fühlt sich so an, als würde man nur danach fragen, wie es im Leben läuft. Bei wie geht's, geht's wirklich mehr um das Gefühl im Inneren. Ich weiß, ich liebe es immer, die Sachen so ein bisschen psychologisch zu analysieren. Wie fühlen sich Dinge für mich an oder auch so Sätze? Ja, für mich fühlt sich das eher an. Ich frage nach der Außenwelt, wie läuft's? Dein Business läuft gut, den Kindern geht's gut. Und wie geht es mehr? Deine Befindlichkeit, fühlst du dich gerade gut in deinem Leben? Ich stimme dir zu. Ich würde so, ne, weil wie läuft es? Irgendwas läuft ja. Ja. Wie läuft es bei dir? Aber irgendwas läuft. Ja. Ich sehe das genauso. Ja, Sprachgefühl und was macht das mit uns? Ne? Hallo, O am Ende, Ola, A am Ende. Das sind schon so krasse, ich finde, es sind krasse Themen, die eine Menge ausmachen. Ne? Dieser Einstieg in ein Gespräch. Ich hatte mal, Thema Sprachgefühl, gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, in der 5. Klasse, das ist damals in dem Bundesland, wo ich gelebt habe, in Deutschland, war das die Sekundarschule. Könnte sich ja in einigen Bundesländern ändern.
Und da haben wir dann das erste Mal Englischunterricht gehabt, damals. Und in der 5. Klasse habe ich das englische Wort Town gelernt. Und ja, Englisch war irgendeine Fremdsprache. Ich habe keine englischsprachigen Freunde gehabt oder Verwandte oder sonst irgendwie einen starken Bezug zu Englisch. All das ist nicht da. Das ist wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz hatte ich ein starkes Gefühl, eine Verbindung mit diesem Wort Town. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe das noch mit anderen Wörtern, aber bei Town hatte ich so ein, heute würde ich sagen, ein Gefühl, als ob ich mit dem Wort verwandt bin, sprachlich gesehen. Das ist also meine Muttersprache Deutsch. Irgendwie, es fühlte sich vertraut an, obwohl wir auf Deutsch Stadt sagen. Die Stadt, und wir sagen nicht the town. Und hast du sowas manchmal auch? Ja, ich habe immer wieder so Bezüge zu gewissen Wörtern. Ich habe ja auch im Englischen Lieblingswörter wie beyond. Das heißt jetzt irgendwie nichts Besonderes, aber ich liebe dieses Wort, weil es sich so schön anfühlt irgendwie, als würde man in so einem Traum sein. Ja, sowas verbinde ich mit diesem Wort, beyond. Und dann habe ich natürlich noch lustige Beispiele wie das Wort beautiful. Und ich habe immer im Kopf dieses beautiful, wie man es schreibt. Denn so habe ich es früher gelernt, ne, in diesen ganzen Vokabeltests, die man schreiben musste. Und oft habe ich dieses Wort dann eben als Vokabel in meinem Kopf, und zwar so, wie man es eben schreibt. Das ist ganz lustig. Ich muss mich immer daran erinnern, wie man es tatsächlich dann ausspricht. Das sind dann diese Art von Gefühle, die ich habe, aber eher ja. Oder manchmal habe ich dann richtige Bilder zu Wörtern, obwohl diese Bilder zu den Wörtern gar nicht passen. Dann habe ich, ja, zum Beispiel eben zu Beyond, habe ich Sterne immer vor Augen. Ja, habe ich komischerweise auch. Lustig. Ich glaube aber, das kommt von einer Serie, die du auch geguckt hast, Star Trek. Meinst du? Da gab es eine Werbung, wo das Wort Beyond und dann wurden Sterne eingeblendet. Es könnte daran liegen. Also weiß. Würde ich vermuten. Da habe ich das Wort gelernt. Erinnerst du dich oft, wo du Wörter gelernt hast? In deiner Muttersprache oder in einer Fremdsprache? Wo das war, wann das war? Ja, manchmal schon. Also jetzt gerade im Englischen, ja, da sehe ich mich dann in der Schule sitzen, wie ich dann diese Wörter gelernt habe. Oder ich habe in der Schule gerne Englisch gelernt mit Songtexten. Und ich sehe mich noch in meinem Zimmer mit einem Wörterbuch in der Hand. Damals gab es ja kein Internet. Und dort habe ich viele Wörter gelernt, zum Beispiel wie Achieve. Achieve war so ein Lieblingswort von mir, weil ich das Gefühl hatte, das hatte ich mir selber erarbeitet. Ich habe das dann gelernt außerhalb der Schule. Und das habe ich natürlich in jeder Klausur dann benutzt, weil ich so stolz auf dieses Wort Achieve war. Ja. Du hast dir das Wort Achieve achieved. Ja, du hast dir das, kann man mal sagen. Also ne, es bedeutet ja so ungefähr wie sich etwas erarbeiten. Deswegen passt das noch sehr, sehr lustig dazu. Ich habe das sehr oft mit Wörtern. Als ich in Panama gelebt habe, da habe ich das Wort für vielleicht auf Spanisch gelernt. Erstmal bewusst gelernt, Wörterbuch irgendwo nachgeschlagen. Oder ein Wort für vielleicht. Es gibt viele Synonyme und ich habe nur eins gewusst, habe es aber nie gehört. Und ich weiß noch den Moment, auf welcher Straße, wo das war, wie der Moment war, wo ich es zum ersten Mal von jemand anderem gehört habe. Eine junge Frau hat einer anderen jungen Frau gesagt, Talvez. Und da habe ich das zum ersten Mal, endlich hat es jemand gesagt. Weil das war ein Problem, als ich dann dort gelebt habe. Es gibt ja nicht nur Ja und Nein. Manchmal gibt es vielleicht machen wir das. Ja? Wie lange bleibst du hier? Ja, vielleicht für immer, vielleicht ein Jahr. Ne? Dieses vielleicht braucht dich unbedingt. Dann habe ich es gelernt, aber sie benutzen meistens andere Wörter dafür. Und auch für Französisch, als ich dann in Belgien meine Sekundarschule später gemacht habe, da musste ich dann Französisch lernen und ich habe so viele Wörter auf Französisch, die ich mit einem Raum, einem Gesicht, einer Situation verbinde, es ist super stark. Banale Wörter, nichts, wo ich, also es sind keine per se emotionalen Wörter, zum Beispiel das Ei, also was man essen kann, und die Eier. Ja, das muss ich halt lernen und ich sehe den Erzieher im Internat, wie er das mit uns durchgeht. Das ist relativ schwer gewesen für uns Deutsch-Muttersprachler, weil die relativ unterschiedlich sind. Öff ist das Ei im Singular und im Plural Aussprache Ö. Ja, also du hast aber immer noch ein F oder V, wenn du schreibst. Ich glaube sogar ein V, oder? Ich glaube ja. Genau. So, Öff, Singular, Ö, Plural. So, das war die Herausforderung. Und dann ein hart gekochtes Ei lernen und ein weich gekochtes
wie man das ausspricht. In Belgien ist halt Französischunterricht next level. Ja, das ist jetzt, du kannst nicht mit ein paar Vokabeln einmal durchkommen, du musst heftig lernen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich habe mit Französisch, obwohl ich so selten Französisch inzwischen spreche, aber wenn es passiert, da ist ein Trigger. Ein positiver Trigger meistens, der ist da. Habe ich auf Englisch gar nicht. Auf Englisch, obwohl mein Englisch über die Jahre viel besser geworden ist als mein Französisch. Ich habe nicht diese, ich habe nie auf Englisch gelebt. Ich habe nie auf Englisch, ich war 3 Tage, 4 Tage mal in London. Das kann man jetzt nicht zählen. Sehr, sehr interessant, wie diese Emotionen sich da festlegen. Hast du Wörter oder Töne, wo du sagst, der Ton an sich löst was in dir aus? Ja, im Italienischen. Man muss dazu sagen, ich bin ja bilingual aufgewachsen mit Deutsch und Italienisch, aber ich habe ja den Großteil meines Lebens in Köln, in Deutschland verbracht. Das bedeutet, wenn ich das höre, des Italienischen, dann, dann pocht mein italienisches Herz, dann bin ich glücklich. Also allein dieses offene E macht mich glücklich und gibt mir Glücksgefühle und sieht mich in der Küche meiner Oma. Hast du ein Beispiel für so ein Wort mit offenem das E? Das ist kein Wort. Also es ist einfach ein das heißt oder, ne, zum Beispiel. Oder man benutzt es zwischen den Sätzen ab und zu, wenn man, wir benutzen im Deutschen oft das M und die benutzen oft das E, mal geschlossen, mal offen. Da kenne ich das sehr gut. Und wie gesagt, ich sehe mich dann immer in der Küche meiner Oma sitzen in Rom, wenn ich das höre. Das Ich habe das selber auch mal eine Weile viel zu oft benutzt in Italien, dass mein Bruder schon zu mir meinte, du übertreibst es jetzt ein bisschen mit diesem ganzen Wir haben Italienischstämmige in Köln gesagt, dass Köln die nördlichste Grenze Italiens sei. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich würde es nicht sagen, aber es gibt manche, die das sagen. Es gibt manche, die das sagen. Ja. Ja, früher gab es hier viel mehr, glaube ich, Italienischstämmige, Italienstämmige in Köln. Ich glaube, viele sind wieder zurückgewandert, remigriert. Vielleicht geht es natürlich jetzt auch unter mit anderen Sprachgruppen, die jetzt eingewandert sind. Was hörst du denn, wenn du in Köln bist und die letzten 5 Jahre oder 10 Jahre sich irgendwas verändert, was du in der Stadt an Sprachen hörst? Ich höre mehr Russisch und Ukrainisch. Seit wann? Zeit. In den letzten paar Jahren. Arabisch auch. Weniger Türkisch und Italienisch, aber vielleicht bin ich auch dran gewöhnt, weil früher in den 90er Jahren hast du sehr viel Türkisch und sehr viel Italienisch gehört. Und jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren, ja, mehr Russisch, Ukrainisch. 5 bis 10, so lange schon, okay, krass. Ja, ich habe auch Ukrainer, die in meinen Kursen sind, die sind auch schon seit 5 oder sogar 10 Jahren schon hier. Interessant, okay. Ja, natürlich, die letzten Jahre viel mehr Russisch-Ukrainisch, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schwer von der Hand zu weisen. Davor viel mehr arabische Dialekte, das ist ja meistens kein echtes Arabisch. Die Araber sprechen meistens kein echtes Arabisch, die sprechen irgendeinen Dialekt. Und da ist auch interessant, da sind ja viele, die sagen würden, es gibt da geteilte Meinungen. Die einen sagen, nehmen wir diese 2 großen Sprachgruppen, die sehr viele Muttersprachen haben, Arabisch und Russisch. Die würden sagen, klingen hart. Andere sagen, klingen gefühlvoll, temperamentvoll oder sehr stur oder magisch, ja. Hast du allgemein Gefühle, wenn du, das ist natürlich die Frage bei Arabisch, Hocharabisch oder irgend so ein Dialekt, die hören sich auch schon sehr unterschiedlich an, hast du allgemein ein Gefühl, ganz allgemein, oder kommt es sehr auf den Sprecher an? Wie ist deine Wahrnehmung? Meinst du jetzt nur bezüglich der Sprache Arabisch? Ich kenne das zum Beispiel mit dem Türkischen noch mehr, weil ich ein bisschen damit aufgewachsen bin. Wir hatten ja ganz viele türkischstämmige Kinder, dann bei uns im Kindergarten und in der Grundschule. Und ich musste feststellen, dass das Türkisch in der Türkei, als ich dann endlich in der Türkei war, sich ganz anders angehört hat. Da war ich sehr überrascht. Und irgendwie klang es klarer. Also ich hatte das Gefühl, dass obwohl ich kein Türkisch kenne, dann die Wörter besser auseinanderhalten konnte. Ganz komisch. Ich weiß ja nicht, welchen Dialekt sie hier sprechen. Aber da habe ich einen Unterschied gemerkt. Jetzt bei Russisch bin ich mir nicht ganz sicher. Dafür kenne ich die Sprache zu schlecht. Ich habe sogar selber ein Gefühl. Ja, es klingt härter, aber ich finde es schön. Also ich mag Russisch. Mit Arabisch, ja, Arabisch hört sich natürlich immer wütender in meinen Ohren an. Sind es die Töne oder wie die Leute reden? Ist ein Unterschied. Ich glaube beides. Hört sich irgendwie aggressiver an. Ich finde, Russisch hört sich immer
sehr besonnen an, aber kalt. Das hat oft etwas Kaltes. Das sind natürlich jetzt die ganzen Vorurteile, die mit reinkommen, aber das sind natürlich diese Gefühle, die man für eine Sprache empfindet. Trotzdem bin ich zum Beispiel vom Russischen und Arabischen, ja, die faszinieren mich ja doch, diese Sprachen. Warum? Weil die Schrift ganz anders ist. Ich finde die Schrift interessant und weil sie eben ganz anders klingen und weil ich die Wörter nicht so leicht ableiten kann. Mhm. Und das finde ich interessant. Aber das Interesse ist zwar groß, aber dann hatte ich tatsächlich mal angefangen mit Russisch und ich bin verzweifelt. Ich bin tatsächlich verzweifelt, weil ich sagte, oh mein Gott, es ist so spannend, dass ich es nicht ableiten kann, aber entsprechend schwer ist diese Sprache dann auch für mich. Und das eines der schönsten Gefühle, die ich mit einer Sprache verbinde, ist Französisch. Ganz interessant, weil in meinem Freundeskreis bin ich fast die Einzige. Weil viele denken so, ah, Französisch, die mögen es nicht. Und ich liebe den französischen Klang. Ich würde sagen, so sehr viele haben das mit Französisch. Sehr viele. Ich kenne das auch. Einige sind stolz, wenn es in ihrer Muttersprache viele französische Wörter gibt. Ich habe das Gefühl, sie denken, das macht diese Sprache dann irgendwie eleganter automatisch. Mhm. Das fällt mir öfter auf. Ich habe gemerkt, wie unfassbar wichtig der Sprecher ist. Ich habe das in allen Sprachen, dass ich, nehmen wir Russisch, ne, als ich, oder wenn ich Russisch üben, hören möchte, dann höre ich Podcasts, wo Muttersprachler sprechen. Und dann höre ich einfach zu. Es ist sehr wichtig, wie sie reden. Es ist die gleiche Sprache, es sind alles Muttersprachler, aber dann ihre, also ich kann nicht sagen, die Sprache sich allgemein so oder so an. Es ist unfassbar stark, merke ich. Ich hatte auch einige Podcasts, wo ich dann nach ein paar Minuten, ich habe gesagt, gib ihnen ein paar Minuten, gesagt habe, ich kann, das ist zu unangenehm, nicht anstrengend, aber unangenehm, mich zu überwinden, das weiterzuhören, das ist nicht gut, dann werde ich es nicht lernen. Und dann habe ich halt die genommen, heute noch wieder gehört. Das ist so ein Podcast, wo zwei Frauen die ganze Zeit ablabern. Ich weiß nicht, was sie sagen. So, ablabern ist die, immer schön. Genau, die labern einfach ab, aber ich höre denen gern zu. Einer hat mir mal, ich hatte mal ein Video gepostet, wo ich den Ton habe laufen lassen von diesem Podcast. Und da hat mir jemand geschrieben, worüber die sich unterhalten. Die Frau hat gesagt, ja, obwohl ich jetzt so und so alt bin, ich fühle mich immer noch wohl in meinem Kopf. Ich habe gar keine Ahnung, worüber sie redet. Ich habe nur gemerkt, sie ist sehr emotional und geht total ab. Und er hat mir das so erklärt und war voll lustig, mal die Bedeutung. Ich höre die seit Jahren und weiß nicht, worüber die reden. Also Jahren ist ein bisschen heftig, aber ich höre sie lange und weiß nicht genau, worüber sie reden, also mit jedem Satz. Ja. Aber interessanterweise, durchs reine Zuhören, kommen mir Wörter sehr bekannt vor. Ich habe noch einen Test für dich. Oh mein Gott. Bist du bereit? Wir machen einen Test. Ich hab Wörter für dich und du sagst mir, was du fühlst, okay? Okay. Die Sprache sage ich danach, okay? Mhm. Okay, und fangen wir an mit dem ersten Wort. Das erste Wort, und hier, lieber Zuhörer, wenn du das Wort nicht kennst, oder auch wenn es aus deiner Muttersprache ist, du kannst mal überlegen, was fühlst du jetzt, okay? Das erste Wort ist Hype. Oh, wow. Mal überlegen. Ich verbinde es direkt mit dem englischen Wort Hype. Und deswegen spüre ich so einen Enthusiasmus in mir. Ich mag's. Hype. Das gibt einen irgendwie Energie. Das geht auch so nach oben, ne? Vom Ton her. Ja, ich finde es sehr energetisch. Hype ist der Singular. Oyub ist der Plural. Und das ist Arabisch und bedeutet Schande ungefähr. Ui. Und auf Türkisch gibt es auch. Die haben das A nicht mehr, sondern die sagen Ayyub. Aber es ist Ayyub. Also im Ursprung ist Ayyub. Und ich finde, es klingt schon so nach Schande. Ayyub. Und manchmal sage ich das im Unterricht. Im Deutschunterricht habe ich das manchmal gesagt. Wenn ich eine Frage stelle und derjenige war nicht konzentriert und es ist in Arabisch, dann sage ich Ayyub. Und dann lachen die sich kaputt, weil sie alle Erwachsene sind. Lustig. Für mich hörte sich das eher an nach so einem Los. Ja, yeah, wir machen das jetzt. Es hat auch Energie. Das Wort, finde ich, hat. Es hat Energie. Man schläft nicht ein mit Aib. Nein, man schläft da nicht ein. Das nächste Wort ist Haar. Haar. Das hört sich sehr leidenschaftlich an. Das würde mir dazu einfallen. Es ist wieder ein arabisches Wort und es bedeutet auch Schande. Aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie stärker noch als Aib. Haar habe ich gelernt von einer Bekannten, sie heißt We Am. Sie hat das mal kommentiert unter einem Video, wo Leute, damals habe ich mehr Videos auf Arabisch gemacht, so Deutschlernvideos. Und da hat jemand geschrieben, lern erstmal Arabisch, was bringst du uns Deutsch bei? Ja, also der hat nicht verstanden, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Und dann hat sie darunter geschrieben, Arr, Schande über dich, wie kannst du mit dem so reden? Und da habe ich das Wort gelesen. Ja, cool, ich habe ein neues Wort gelernt.
Und was für mich eine Enttäuschung war auf Arabisch, ich dachte, boah, die haben so viele harte Töne. Das Verb hassen wird wahrscheinlich auch mit A oder mit H dieses Hechelhaar sein. Ist es aber nicht. Und das war so, ja, das war so antizyklisch. Ja, das ist das Wort für hassen. Also ich hasse ist auf Arabisch eine Ekra. Eine Ekra. Und ich finde, das klingt gar nicht so hart wie das, was ich erwarte. Ich finde, hassen klingt viel härter nach hassen, als Ekra nach hassen klingt. Was denkst du? Bin ich absolut deiner Meinung. Ich hätte das auch niemals mit dem Wort hassen verbunden. Ekra, ein Ekra. Ich hasse das. Ich kenne auch bis jetzt kein, wenn man so überlegt, in verschiedenen Sprachen, welches Wort drückt die Bedeutung vom Klang her für mich am besten aus. Und da habe ich in verschiedenen Sprachen immer so Gewinner. Und je mehr Sprachen man lernt, desto mehr verteilt sich das Ganze. So, ne, also Ar und Aib, ich finde die sehr stark. So stark, dass ich sie in anderen Sprachen benutzen möchte. Auf Russisch habe ich eins. Wenn ich Spanisch spreche, habe ich einen Satz auf Russisch, den ich seit einem halben Jahr sagen möchte. Aber ich kann nicht einfach anfangen, einen Satz auf Russisch, auf Spanisch zu benutzen. Und diesen Satz benutzt man, wenn du einen sowas wie das ist es. Der Punkt ist gesetzt. Ja, ich weiß gar nicht, was wir auf Deutsch sagen. Vielleicht haben wir gar nichts. Es ist auf Russisch ist es Wort i vsjo. Okay, also so, wir machen das und Punkt. Und Schluss. Mhm. Und ich finde das, obwohl ich noch voll der Anfänger auf Russisch bin, finde ich das so gut, dass ich es gerne auf Spanisch benutzen möchte, weil ich da nichts kenne. Aber die Leute müssen sich verstehen. Das geht dann in dem Moment nicht. Es ist genauso wie das französische Voilà. Ja. Ich mag das so sehr. Aber auf Deutsch gibt es kein Wort, das genau dieses Voilà ausdrückt. Oder? Siehe da wurde mal übersetzt. Siehe da. Ja, aber das benutzt man ja nicht so, wie die Franzosen das Voilà benutzen. Et voilà. Ja, ist ein normales Wort auf Französisch. Noch nicht mal etwas Krasses. Jeder sagt Voilà. Ja, voilà. Richtig. Hier, da hast du es. Ja, genau. Hier, siehe, ne? Da hast du den Salat. Et voilà. Da hast du den Salat. Ne? Da kommen direkt wieder bei mir so Assoziationen aus Belgien, wo die Erzieher und so eine schlechte Note haben. Voilà, da siehst du es. Ne? So, bist du selber schuld. Denise, die Zeit geht immer vorbei mit dir. Ja, das ist voll die Zeitmaschine. Hast du irgendein Lieblingswort in irgendeiner Sprache, das du abschließend mit uns noch teilen möchtest? Das ist eines meiner Lieblingswörter auf Deutsch, Leidenschaft. Ich mag das Wort Leidenschaft sehr, weil es das Wort Leiden enthält. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist ja ein negatives Wort. Warum magst du das Wort? Und ich finde, nicht nur, Leiden ist ja nicht nur etwas Schlechtes. Und das Wort Leidenschaft, La Passione auf Italienisch, Passion auf Englisch, das kann man ja für zwei verschiedene Arten benutzen. Die Leidenschaft zwischen Mann und Frau, aber auch die Leidenschaft für eine bestimmte Tätigkeit, wenn man für etwas brennt. Und wenn man diese Tätigkeit nicht ausübt, dann leidet man. Und deswegen muss man seiner Leidenschaft nachgehen. Und ich mag deswegen dieses Wort Leidenschaft und es klingt schön mit diesem Schaft am Ende. Und da ist auch das Wort Schaffen mit drin. Ich mag es sehr. Ich hatte eine Spanischlehrerin, sie fand das seltsam, dass das Wort für Leidenschaft, dass da auch Leiden drin ist, obwohl es für sie etwas Positives ist. Warum ist da Leiden drin? Hast du irgendeine Erklärung dafür? Ja, wie gesagt, also für mich ist Leiden ja nicht nur etwas Schlechtes, weil das Leiden bringt dich ja auch in eine richtige Richtung. Gerade wenn es jetzt um Tätigkeiten geht, zum Beispiel, wenn ich jetzt leidenschaftlich Musik mache, leidenschaftlicher Künstler bin, den Schaffungsprozess nicht zu haben, lässt mich leiden. Und dieses Leiden zeigt mir eigentlich, was ich tatsächlich tun möchte. Deswegen, wenn man das so, ich sag mal, ein bisschen weiter sieht, dann erkennt man, dass das Leiden dich auch in eine richtige Richtung bringen kann und dir zeigen kann, was dir gut tut. Deswegen hast du dann eigentlich weniger Leiden. Wir werden auch noch in künftigen Folgen viel über Meisterschaft reden, Dinge meistern, Disziplin und vieles davon oder auch Unternehmertum, vieles davon hat mit Anstrengung zu tun. Ja, du strengst dich an, damit andere sich weniger anstrengen. In einem Restaurant, du machst einen Weltklasse-Service, das bedeutet sehr viel Nachdenken, sehr viel Arbeit, damit der Kunde weniger leidet oder noch mehr genießt. Mhm. Ja, du hast viel Minus, damit der andere Plus hat. Da spielt es eine Rolle. Du hast da was Interessantes gebracht. Wir haben über einen Fachbegriff gesprochen, soweit ich weiß, aus der islamischen Rechtslehre namens Berry. Vielleicht erinnerst du dich daran. Natürlich, Berry. Ich erinnere mich. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Durch das Buch. Durch ein Buch?
Ja, welches Buch? Durch das Buch, das ich hier bei mir zu Hause hatte und du hast es gesehen. Ja, dieses Buch, darüber will ich auch nochmal sprechen. Ne? Da ging es bei Berry, so, und die arabischen Muttersprachler werden jetzt denken, immer wenn ich mit ihnen über Berry spreche, denken sie an etwas, an so Unzucht, so etwas Sexuelles, dass man da irgendwie, ne, sehr, also übermäßig leidenschaftlich sich gehen lässt, auf eine nicht legitime Weise. Der Fachbegriff Berry, so wie ich ihn mal aufgeschnappt habe, bedeutet aber, weißt du noch, was es war? In der Selbstverteidigung, wenn man sich selber verteidigt, dass man da übertreibt. Ah, okay. Jemand hat dich angegriffen, in Wort oder Tat. Du hast dich verteidigt, aber jetzt übertreibst du in deiner Verteidigung. Es ist nicht mehr Verteidigung, sondern du bist der neue Angreifer. Das ist die Idee von Berry. Also, na, man würde in der deutschen Rechtsordnung würde man sagen, es ist unverhältnismäßig. Interessanterweise aber im deutschen Strafrecht gibt es das grundsätzlich nicht. Wenn dich jemand angreift, dann musst du dich nicht verhältnismäßig verteidigen. Das wissen viele auch nicht. Und das wusste ich auch nicht. Als ich Jura studiert habe, ne, in Deutschland stand das öfter in so Lehrbüchern drin. Zum Glück weiß das die allgemeine Bevölkerung nicht, dass wenn dich jemand angreift, dass du nicht genau, also ne, es gilt dann nicht Auge um Auge, sondern du darfst deutlich unverhältnismäßig zurückschlagen, wenn dich jemand, es gibt ein paar Ausnahmefälle, ne, Kinder greifen nicht an, offensichtlich geistig Behinderte, aber so grundsätzlich als Grundregel gilt da keine Verhältnismäßigkeit. Aber um zurückzukommen auf Berry, und da hast du nämlich gesagt, dieses Prinzip, wenn ich mich verteidige, dass ich halt wirklich auch bei der Verteidigung bleibe und nicht jetzt mich gehen lasse, da hast du eine Verbindung gesehen. Weißt du noch, was du gesehen hast zwischen dem sexuellen Berry und dem sich verteidigen Berry? Weißt du noch? Erzähl's mir. Du hast gesagt... Wir reden immer so viel, als ob ich immer alles wüsste. Du hast gesagt, das ist ja auch dann eine Form von sich gehen lassen. Ah, okay. Ja, sich so ergehen, das so ausnutzen und diese Rachelust ist dann ja auch eine Lust, wie vielleicht sexuelle Lust, beides zügellos. Ja? So dass du sagst, endlich kann ich diese Gewalt... Das ist die Idee, dass dieser Mensch sagt, er will diese Gewalt an jemandem endlich mal rauslassen und so weiter und so. Also komplett genau, zügellos. Sich gehen lassen bedeutet dann eben auch mal die Kontrolle zu verlieren. Ja, bewusst, vielleicht auch bewusst. Du sagst, endlich kann ich, habe einen Grund. Ich habe darauf, gibt ja so Leute, die warten darauf, damit sie diese Schattenseite ausleben können. Mhm. Und das, diese Verbindung hast du gesehen. Ja, dieses Berry, wo die einen, ne, fragt die Muttersprache. Denken, viele werden dann so schamhaft. Ich sage, nee, ich rede von dem sich verteidigen, Berry. Und das war interessant, wie du dann gesehen hast, hey, da könnte doch beides ähnlich sein. Ich weiß nicht, wo der Begriff kommt. Ja? Also woher er genau kommt, was er bedeutet. Und das ist aber auch so ein Begriff. Berry? Wenn du das, wenn du jetzt Berry hörst, was würdest du damit verbinden? Du hast mir gesagt, was du damit verbindest. Du denkst an eine Beere, ne? Berry. Eher, ja. Entweder an eine Beere oder natürlich an einen Bären. So oder so. Aber es hat etwas sehr Unschuldiges, finde ich, dieses Wort. Ja. Das liegt daran, du hast eben gesagt, so mit Russisch und Arabisch, da weißt du halt nicht sofort, wo die Wörter herkommen, sehr oft. Und das ist so, nicht alle, aber die allermeisten. Die Stammfunktion, ich will nicht sagen, sie funktioniert anders, aber auf Deutsch und Englisch haben wir kaum Bewusstsein, wie Wortstämme wahrscheinlich früher funktioniert haben. Das sehe ich mal später. Der Punkt ist, ich denke gar nicht an Berry, sondern ich denke an B und R als Stämme. Und da gibt es so ein Wort, das Wort für Übertreibung auf Arabisch hat br drin in dieser Reihenfolge. So, das könnte eher daher kommen. Und du hast absolut recht, das ist das Faszinierende. Wenn du diese Sprachen lernst, ist es halt nicht wie, wenn man jetzt Italienisch kann. Ich lerne jetzt Rumänisch zum Beispiel und es ist so 70% ist einfach nur ein bisschen andere Aussprache von Italienisch. Ich übertreibe wahrscheinlich, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Deswegen hatte ich immer wenig Probleme im Spanischen, Französischen und so weiter. Ja. Macht es das interessanter für dich oder langweiliger? Wenn du eine Sprache lernst, wo du von Anfang an schon sehr viel verstehst, obwohl du sie nie echt gelernt hast. Beides. Also langweiliger dahingehend, weil du dir vieles ableiten kannst. Spannend ist immer wieder zu entdecken. So, guck mal, wie einfach. Das ist ja genauso wie auf Italienisch. Ja, das sind dann diese Aha-Momente. Und natürlich kommst du viel, viel schneller dann ins Sprechen, auch ins fließende Sprechen und das motiviert. Ja. Bien o no?
Bien, mir geht's super. Das finde ich sehr gut. Denise, es war wieder mal eine heftige Folge. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Oh, mir war es auch eine Ehre. Es war eine Ehre. Das ist ein Wort, das man selten hört auf Deutsch, vom Muttersprachlern zumindest, außer in E-Mails. Sehr gerne. So Feinde schreiben das gerne. Sehr geehrte Frau Kasim. Vielleicht haben Sie es übersehen, aber Ihre Rechnung ist noch offen. So, ne? Da benutzt man Ehre noch gerne. Sehr geehrte. Ne? So, ne? Da kennt man das. Denis, hast du ein Fazit? Jetzt das echte Fazit zu dieser Folge. Wortklang. Hola oder Hallo. Sabahu. Was haben wir noch gehabt? Wir haben Hi gegen Hallo. Bien o no? Bien okay. Möchtest du, hast du ein Lieblingswort heute mitgenommen? Ja, vielleicht das Hi. Ich benutze es nämlich kaum und ich benutze mehr das Hallo und ich habe nie bewusst darüber nachgedacht. Als Fazit könnte man nehmen, selber einfach bewusster auf seine Wortwahl zu achten und darüber nachzudenken, was sie auch im Gegenüber auslöst oder auslösen kann und ob es eben nicht Alternativen gibt. Weißt du, was ich immer denke mit diesen Podcast-Folgen, wenn ich immer so andere Wörter aus anderen Sprachen erwähne? Ich frage mich, ist das nicht für die anderen so langweilig? Jetzt hat der 3 arabische Wörter, 2 russische. Ich kann kein Arabisch. Heute haben wir sehr gestreut. Wir haben Spanisch. Was haben wir noch? Arabisch, Russisch, Englisch, Französisch hatten wir. Italienisch. Italienisch sogar auch. Aber du wirst nie alle erreichen. Es gibt so viele Sprachen auf dieser Welt. Ja, eins wollte ich noch sagen. Farsi haben wir vergessen. Farsi. Farsi, ich liebe Farsi. Ich weiß nicht, ich mag diesen Klang. Es hat irgendwie etwas Majestätisches, finde ich immer. Ich denke nicht irgendwie, sondern da. Sag auch das Merci. Wie wäre es, wenn wir darüber eine ganz gesonderte Podcast-Folge machen? Dein Verhältnis mit Farsi. Mein Verhältnis mit Farsi. Wird vielleicht eine kurze Podcast-Folge. Ja, ich habe jetzt kein Großverhältnis. Ich habe Freunde, die eben aus dem Iran sind. Und deswegen höre ich das öfter. Und ich mag den Klang sehr. Aber auch, weil meiner Meinung nach ein paar französische Einflüsse irgendwie drin sind. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr stimmt, aber es klingt für mich einfach sehr schön, wie Französisch, sehr ähnlich. Ich werde dazu noch einiges sagen zu Farsi, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung zu. Denis, vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir für die Einladung. Mein Lieblingssatz, den ich jetzt sagen werde, welcher ist es? Ich werde immer gequizt hier, sag's doch. Schickt uns eine Nachricht. Eure Meinung zu diesen ganzen Themen. Lieblingswörter, haben Wörter mit ihrem Klang einen Einfluss auf wie wir uns fühlen. Habt ihr ein Lieblingswort auf Deutsch oder in einer anderen Sprache oder mehrere Lieblingswörter? Schickt uns eine Nachricht. Uns interessiert, was wir denken. Das ist kein Monolog hier, das ist ein Dialog. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim Deutsch der 1 Audioerlebnis.